Eine Naturkatastrophe. Menschen werden durch Trümmer, Explosionen und Naturkatastrophen getötet. Andere Menschen sind verschüttet, eingeklemmt und verletzt. Sie brauchen Hilfe, schnelle Hilfe. Wir helfen. Schweizerischer Verein für Katastrophenhunde, REDOC. Mit dem nachfolgenden Clip geben wir Ihnen Einblick in unsere Ausbildung, in die Zusammenarbeit mit unseren Partnern und in die Teamarbeit von Hund und Hundeführer. Wir zeigen Ihnen, wie REDOC in die Rettungskette Schweiz integriert ist. REDOC hilft schnell, zuverlässig, weltweit. Der Schweizerische Verein für Katastrophenhunde wurde 1971 als Sektion der Schweizerischen Kynologischen Gesellschaft gegründet. Heute ist der Verein mit über 700 Mitgliedern in 12 Regionalgruppen und in die mit der Schweiz verbundenen Swiss Search Dog Associations in Kalifornien und Australien eingeteilt. Seit 1972 werden Katastrophensuchhundeteams und seit 1982 auch Flächensuchhundeteams weltweit eingesetzt. Die vielen erfolgreichen Einsätze in den von Katastrophen heimgesuchten Ländern bestätigen die Richtigkeit des eingeschlagenen Weges. Zu unseren Partnern zählen wir folgende Organisationen: den Schweizerischen Alpenclub SAC. Mit ihm arbeiten unsere Suchhundeteams in der Flächen- und Gebirgsflächensuche zusammen. Das Schweizerische Korps für humanitäre Hilfe SKH ist verantwortlich für den Einsatzentscheid, die Leitung, die Mobilmachung, die Übermittlung und Organisation von Folgeeinsätzen. Die Schweizerische Rettungsflugwacht REGA organisiert und transportiert die Erkundungsteams. Die Soforthilfe der Armee im Führungsstab setzt die Retterequipen ein. Das Schweizerische Rote Kreuz SRK stellt Hilfsgüter wie Medikamente, Zelte, Wolldecken und so weiter bereit. Die Schweizerische Erdbebenwarte misst und meldet Beben und Stärke an das SKH und überwacht laufend die Erdausschläge. Die Swiss transportiert Helfer, Hunde und das Material. Die UNIQ Airport Zürich stellt seine für die Rettungskette Schweiz notwendige Infrastruktur zur Verfügung. Nach Natur- und Explosionskatastrophen können Menschen verschüttet sein. Unser Auftrag ist es, diese Menschen zu orten und damit gemeinsam mit unseren Partnern der Schweizerischen Rettungskette in den von Katastrophen heimgesuchten Ländern effiziente Hilfe zu leisten. Die Rettungskette Schweiz kann je nach Lage und Bedürfnissen als Ganzes oder in Teilen eingesetzt werden.
Dank einer eingespielten Organisation ist ein Erkundungsteam, das RECO-Team, binnen weniger Stunden einsatzbereit. Flächensuche, Gebirgsflächensuche, Suche im Trümmerbereich. In allen Fällen werden nur ausgebildete Führer mit ihren Hunden erfolgreich sein. Betrachten wir den Katastrophenhund näher. An den Katastrophenhund werden folgende Anforderungen gestellt. Er muss ausdauernd und intensiv nach Witterungen von Menschen suchen, die unter irgendwelchen Trümmern und von irgendwelchen Materialien überdeckt sind. Er darf sich dabei von keinerlei Schwierigkeiten ablenken lassen, weder von zerrissenem Terrain, das sich seiner Fortbewegung entgegenstellt, noch von der Arbeit allfälliger Rettungsmannschaften und dem Lärm von Rettungsmitteln und Maschinen. Auch penetrante Gerüche dürfen den Katastrophensuchhund nicht beirren. Menschliche Witterung, die aus der Tiefe dringt, hat er aus allen anderen Gerüchen heraus zu differenzieren und anzuzeigen. Zur Ausbildung des Hundeführers gehört unter anderem psychologisches Training. Dies zum besseren Verständnis des Hundes, den der Hundeführer nicht als einen Schüler, sondern als vollwertigen und von Natur aus für Sucharbeit begabten Partner zu betrachten hat. Es ist die Aufgabe des Hundeführers, sich seinem Hund verständlich zu machen. Er darf ihn nie überfordern. Er muss seinen Hund unterstützen und seine Selbstständigkeit fördern, damit am Ende der Ausbildung ein Einsatz unter schwersten Bedingungen erfüllt wird. Damit ein Hundeführer vor Ort die technischen Gegebenheiten richtig einschätzen kann, organisiert REDOC Sucharbeiten in Trümmern und Einsatzobjekten. Ebenso wird Teamfähigkeit in Gruppenarbeit trainiert, um im Ernstfall erfolgreich zu sein. Weitere Ausbildungspunkte sind klare Berichterstattung, Kartenlesen und das Beherrschen der lebensrettenden Sofortmaßnahmen für Menschen und Hunde. Der Ernstfall. Die Meldung einer Katastrophe erreicht uns. Die Schweiz bietet dem betroffenen Staat ihre Hilfe an. Die Mitglieder der Rettungskette werden aufgeboten. Dabei spielt es keine Rolle, ob Tag oder Nacht, in der Freizeit oder von ihrem Arbeitsplatz aus. Wird die Hilfe angenommen, bietet REDOC sofort ein Erkundungsteam auf, das die Aufgabe hat, vor Ort die Lage zu beurteilen, mit den örtlichen Behörden Kontakt aufzunehmen und diese zu beraten. Das Erkundungs- oder Suchhundeteam leistet dann bereits aktive Hilfe. Die Rettungskette Schweiz wird mobilisiert. Die Katastrophensuchhunde mit ihren Führern treffen am Flughafen Zürich ein und warten auf den Einsatzbefehl. Erfahrene Hunde mit ihrem Führer und auch solche, die erstmalig ihr Können beweisen wollen. Wenn das Einsatzmaterial bereitsteht und die Einsatzleitung in Absprache mit dem Erkundungsteam den bevorstehenden Auftrag beschlossen hat, erfolgt der koordinierte Einsatz. Wenn es um die Ortung von Verschütteten geht, ist der geschulte Suchhund bis heute allen technischen Geräten weit überlegen, sei es in Trümmern, Flächen oder Gebirgen. Der ausgebildete Katastrophenhund sucht mit Feuereifer. Menschliche Witterung zeigt er zuverlässig an
indem er verharrt, bellt und scharrt. Dort, wo menschlicher Geruch aus den Trümmern tritt. Bei Einsätzen seit 1972 konnten über 100 Lebensrettungen verzeichnet und Hunderte von Toten ihren trauernden Angehörigen übergeben werden. Das sind Zahlen, die uns ermutigen, uns weiterhin zusammen mit unseren Hunden für Menschen in Not einzusetzen. Heute Mittag 14 Uhr. Andreas hat die Nacht im Krankenhaus gut überstanden. Sein rechtes Bein ist gebrochen, die Nerven eingeklemmt, aber Hauptsache er lebt. Redoc hilft. Schnell, zuverlässig, weltweit.